in die Möglichkeit, hier auszugleichen. Denn sie sind nur zwei Zähler zurück, aber symptomatisch für dieses Spiel. Bell Haynes verliert den Ball gegen Nick Weiler-Bepp, der ihn einfach perfekt bearbeitet über die gesamte Spielzeit. Er klaut den Ball und am Ende ist es sogar noch ein richtig schicker 360. Weiler-Bepp mit perfekter Performance hier defensiv wie offensiv.